Ja, wunderschönen guten Morgen. Herzlichen Dank für das Kommen und Sie alle. Für Ihr Interesse an Vienna Pride. Wir haben einiges zu berichten und sind sehr stolz, ein ganz tolles Programm zu präsentieren. Ich möchte zunächst die Herrschaften am Podium vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass uns Bürgermeisterin Maria Vasilaku wieder die Zeit gefunden hat, bei uns dabei zu sein. Eine treue Weggefährtin. Also ich glaube, wir haben kaum keine Pressekonferenz oder Riesenparade in den letzten 10 Jahren gehabt, wo sie dabei war. Auch schon vor ihrer Funktion als Bürgermeisterin. Jürgen Czarnowski, Stadtrat, unter anderem unser Stadtrat, Integration, LSDP-Angelegenheiten zuständig. Neben mir Katharina Kaczarowski, die Obfrau des CSD Vienna und Geschäftsführerin der Stonewall. Und ich bin Christian Bögel, Obmann der OSI, ebenfalls ein Mitarbeiter bei Stonewall. So, wir haben uns so gedacht, dass ich Katharina so einen Überblick gibt über unser volles Programm von Vienna Pride und dann ein paar ergänzende Bemerkungen. Hallo, wir freuen uns sehr darüber, dass die Vienna Pride erstmals 9 Tage andauert. Das Programm, damit umfangreicher ist, als je zuvor und die Programmpunkte auf verschiedene Orte in Wien verteilt sind. Wir haben zum ersten Mal einen Pride-Tag in Prater, einen Pride-Familientag in Zoo. Wir haben mehrere Kooperationen mit Museen in Wien. Wir haben einen Kino Montag zum Schikaneder-Kino und eröffnen das Pride Beach dann am Mittwoch mit dem Hissen der Regenbogenfahne, begleitet von einem Ensemble des Wiener Staatsballetts, gefolgt von einem sehr diversen, umfangreichen Tagesprogramm am Rathausplatz, gefüllt mit DJs, Bands, politischen Diskussionen, medizinischen Vorträgen, einer sehr großen Frauenzone und erstmalig auch sehr vielen Programmpunkten der Trans-Community. Wir hatten dieses Jahr durch den Support und die Mitarbeit der Community mehr Kooperationen als je zuvor in den Vorjahren und sehen dies als die Vorbereitung auf die Europride Vienna 2019 an. Wir freuen uns sehr, dass die ganze Stadt mit uns gemeinsam für Toleranz und Akzeptanz feiern wird. Ja, Katharina hat es gesagt, also in 2 Jahren haben wir Europride in Vienna und das ist ein Ziel, auf das alle hinarbeiten, das eine große Motivation in der Community ausgelöst hat. Also wir freuen uns sehr, dass wir hier geeint hinter diesem Projekt stehen und alle ihren Beitrag leisten wollen, dass wir jetzt schon heuer und nächstes Jahr wachsen, damit wir dann 2019 hier wirklich eine große Veranstaltung auf die Beine stellen. Ganz Europa nach Wien locken werden, also das lesbisch-schwule, die ganz queere Europa nach Wien locken werden. Und ja, das, Katharina hat schon gesagt, also, dass das Programm sich über die ganze Stadt ausdehnt und dass wir auch sehr bemüht darum sind, die Community in ihre Stampe einzubinden. Natürlich ist das zentrale Event dann am Schluss die Regenbogenparade, also wo wir dann rechnen im Pride Village mit einigen tausenden Besuchern jeden Tag. Bei der Regenbogenparade selber gehen wir davon aus, dass wir heuer den Rekord von den 150.000 Personen, den wir abseits vom Europride, ja damals 2001 war schon mal Europride in Wien, da waren es mehr, aber sonst hatten wir noch nie mehr 150.000 Leute bei der Parade. Also wir hoffen, gutes Wetter vorausgesetzt, und das haben wir bestellt, dass wir hier einen neuen Rekord aufstellen. Bei den teilnehmenden Gruppen hat sich auch sehr viel getan, es ist wieder sehr, sehr bunt und divers. Wir freuen uns, einige alte Bekannte wieder mit dabei zu haben und einige Gruppen, die das erste Mal dabei sind. Besonders freut es uns auch, dass viele Unternehmen dabei sind, weil es im Sinne der Corporate Social Responsibility und Diversity Management sehr wichtig ist, dass Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigen, dass sie offen sind für Lesben und Schwule, dass sie dahinter stehen und dass sich Menschen auch an dem Arbeitsplatz outen sollen. Also in diesem Zusammenhang freuen wir uns auch über die Teilnahme von Unternehmen, aber natürlich auch von den vielen Organisationen. Wir halten insgesamt momentan bei 59 Fahrzeugen. Darunter sind, also das geht von
großen Sattelschleppern und den Straßenbahnen, die wieder mit dabei sind, in Regenbogenfarben. Das sind 23 von diesen großen Fahrzeugen, geht es runter bis zu den kleineren Wegen und den Fußgruppen. Die Route ist wieder die klassische Route. Wir freuen uns, dass wir heuer wieder den ganzen Ring umrunden können und es keine Fußballübertragungen und ähnlichen Events in die Quere kommen. Wir starten am Radusplatz, am Ende am Radusplatz. Es geht um 14 Uhr los. Wir bewegen uns andersrum um den Ring und sind dann ein paar Stunden später, um 18 Uhr circa, wird die Zugspitze dann beim Radusplatz wieder eintreffen. Und dort wird es dann auf der großen Bühne in Breitwitz eher täglich gespielt. Es wird es am Tag der Parade dann ein besonders umfangreiches Programm geben, wo sich das Team, das das organisiert hat, sehr ins Zeug gelegt hat. Und dort wird es wieder die große Kundgebung auch mit einigen prominenten Gästen aus der Politik geben. Wir befinden uns im Wahlkampf, wie Ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen ist, also wir werden das sicher merken. Und apropos Politik, eine Veranstaltung wie die Vienna Pride wäre nicht möglich ohne Unterstützung der Stadt, die im Namen der Veranstaltung liegt, nämlich Wien. Und es ist nicht nur Party, es ist vor allem auch es ist Information, es ist ein Weg, Menschen aufzuklären, zu unterstützen. Und politische Forderungen zu erheben und deswegen freuen wir uns über die Unterstützung des Staates. Ich darf das Wort an Frau Vizebürgermeisterin Maria Vasilakou übergeben, ja, was dazu sagen möchte. Ich begrüße alle herzlich. Ich glaube, du hast es eh vorhin erwähnt. Wenn man seit etwas über 20 Jahre lang in der Kommunalpolitik ist und daher auch seit 20 Jahren aktiv im Bereich Gleichstellung, hat man eben keine oder kaum eine solche Pressekonferenz einmal im Jahr verpasst. Da macht es manchmal auch Sinn, kurz Revue passieren zu lassen, denn in vergangenen Jahren hat es immer verschiedene Schwerpunkte gegeben. Ich erinnere mich daran, als wir zum Beispiel vor nun sehr vielen Jahren die Wiener Antidiskriminierungsstelle vorgestellt haben, die es bis heute gibt, die hervorragende Arbeit geleistet hat in den vergangenen Jahren, für die ich mich bei euch beiden, da ihr da seid, ja, von Herzen bedanken möchte. Man hat nicht sehr oft die Gelegenheit, das zu tun, also tue ich es hier mit. Ich erinnere mich gut an jenen Jahren, in denen wir geredet haben, über das Durchforsten der Wiener Landesgesetzesmaterie und auch die unterschiedlichsten Bestimmungen und Regelungen, die wir haben, und wir alle versteckten und auch offenkundigen Diskriminierungen abzubauen, was auch schon längst erfolgt ist. Ich erinnere mich auch an den Jahren, als wir übrigens diskutiert haben darüber, dass das Rathaus endlich beflaggt werden soll mit der Regenbogenfahne. Eine ganz, ganz große Diskussion damals, ob das denn überhaupt möglich ist. Es wurde möglich und das Rathaus ist jetzt seit sehr vielen Jahren beplant, wenn eben die Regenbogenparade vorbeizieht. Und das sind nur drei Beispiele für alles, was in Wien geschehen ist in den vergangenen 20 Jahren. Heute kann man mit Stolz sagen, dass wir unsere Hausaufgaben in Wien erledigt haben. Und nicht zuletzt sind wir ja auch jedes Bundesland, eine Stadt, in der man auch sich im Rathaus beim Standesamt bepartnern kann. Was übrigens nach wie vor andernorts leider nicht möglich ist. Und damit bin ich bei meinem ewigen Thema. Ich werde nicht aufhören, das zu tun, was ich jedes Jahr tue, bei dieser Pressekonferenz, jedes Jahr tue, auch auf der Abschlussbühne der Parade, wenn ich dabei bin. Und das ist, mich aufzuhören, einzumahnen, dass die Ehe in Österreich für lesbische und schwule Paare endlich möglich sein muss. Wenn sich zwei Menschen lieben, wenn zwei Menschen sich dazu entschließen, ihr Leben, ihr gemeinsames Leben auf eine rechtliche Basis zu stellen, dann soll das möglich sein, so selbstverständlich möglich sein, wie eben es für Metropare eine Selbstverständlichkeit ist. Also, es geht darum, dass die ÖVP endlich ihren Widerstand aufgibt und wir schaffen diese 29 Unterschiede, sie zählt 29 Unterschiede, die es zwischen eingetragenen Partnerschaften und der Ehe in Österreich gibt, zu beseitigen und schlussendlich gleiche Rechte für alle in diesem Bereich zu schaffen, denn wer sich schon unbedingt einbietet, heiraten zu müssen, soll das auch können und dürfen.
Wir wissen alle, dass wir nun eine letzte Chance haben vor den Wahlen, aber auch eine große Chance haben, vielleicht auch tatsächlich diese Diskriminierung endlich aus dem Weg zu räumen. Und insofern nutze ich die Gelegenheit, um Herrn Kurz aufzufordern, ja, zu beweisen, dass es angeblich anders geht in der ÖVP, seitdem er übernommen hat. Das hat er verkündet, das behauptet er, sage ich ununterbrochen, dann möge er doch den Beweis bringen, dass nun die ÖVP angeblich, wie gesagt, weltoffener, moderner wird. Er soll die Abstimmung im Zusammenhang, wie gesagt, mit der Gleichstellung der eingetragenen Partnerschaft, also anders ausgedrückt mit der Öffnung der Ehe für lesbische und schwule Paare. Er soll also diese Abstimmung im Nationalrat freigeben und er soll einfach erlauben, möglich machen, dass freie Spieler entscheidet, wohin die Reise geht. Okay? Abschließend, eins ist klar, in der Zwischenzeit ist die Bevölkerung sehr, sehr, sehr viel weiter als das österreichische Parlament. Wir wissen, dass über 70% der österreichischen Bevölkerung angeht, dass für sie die Öffnung der Ehe eine Selbstverständlichkeit ist. Also, ja, einmal mehr meine Aufforderung, lasst uns das endlich Wirklichkeit werden lassen. Und ich freue mich natürlich, wie jedes Jahr, auf die Frage. Vielen Dank. Zu den 70% in Österreich, die das wollen, gehört der Herr Kurz offenbar nicht. Er hat nämlich gestern in der Zeit in Punkt 2 eine entsprechende Frage gefunden. Und ich darf dafür, ob es ja noch was gibt. Und schönen guten Tag. It's Pride and I'm proud. Das ist wunderbar für mich und ich möchte dieser Freude Ausdruck verleihen, dass ich als Stadtrat zum ersten Mal zur Eröffnung der Pride Week da sein kann, bei euch sein kann, zu Ihnen kurz was sagen darf, als für Antidiskriminierung zuständiger Stadtrat, ist es natürlich ein riesengroßes, ein starkes und ein selbstbewusstes Zeichen, wenn wir die Pride in Wien gemeinsam veranstalten. Es ist ein Zeichen, das einer Regenbogenhauptstadt würdig ist, weil es ein starkes Zeichen ist für eine Stadt, in der ein klares Bekenntnis gelebt wird, nämlich dass eine Gesellschaft nur dann stark ist, wenn alle in ihr sich stark fühlen können, egal wie sie leben und egal wen sie lieben. Das ist ein klares Bekenntnis, warum wir die Stadt, die Pride, wir alle gemeinsam die Pride unterstützen und die Pride feiern. Stadt Wien ist der heute schon so recht gelobten Antidiskriminierungsstelle ja, vertreten. Was mich persönlich als Jugendstadtrat auch freut, ist, dass zum ersten Mal der Verein Wiener Jugendzentren vertreten ist. Das finde ich ganz wunderbar und gemeinsam, auch wenn wir später die Fahne hissen und wenn wir die Pride vom Rathausplatz bis Schönbrunn feiern oder begehen, veranstalten und damit sichtbar ein Zeichen setzen über die ganze Stadt hinaus, dass sich Wiener Regenbogenhauptstadt versteht, dann verbinden wir das Zeichen auch mit einer klaren Sache, die Frau Vizebürgermeisterin hat schon gesagt, ein Bekenntnis allein ist gut, es braucht aber auch konkrete Arbeitsschritte. Wir haben in Wien in den letzten Jahren sehr viele solcher Schritte getan, Schritte, die alle von einem Ziel geprägt waren, der Gleichstellung aller Menschen in dieser Stadt, unabhängig davon, welche Lebensweise und Lebensweise sie haben. Und ein ganz aktuelles Beispiel dafür möchte ich nennen, sozusagen das Jüngste, das ist die Eröffnung des Regenbogenfamilienzentrums, auch ein großer, wichtiger Punkt aus unserem gemeinsamen Regierungsprogramm. Das feiern wir jetzt gemeinsam. Es ist ein Zeichen für eine Stadt, die selbstverständlich auch sagt, dass Familie dort ist, wo Liebe ist. Und das war es aber auch schon. Familie braucht aber auch Unterstützung. Gerade jetzt, wo sich viel verändert hat, auch im Bereich der Fortpflanzungsmedizin, der Möglichkeit, Kinder zu adoptieren und eine Familie zu gründen, braucht das Regenbogenfamilienzentrum. Und wo das gesagt ist, nämlich die vielen Möglichkeiten, die es neu gibt, zum Glück neu gibt für homosexuelle Paare, homosexuelle Familien, dann muss auch gesagt werden oder unterstützt werden, was Frau Vizebürgermeisterin Vasilakos schon gesagt hat, in einer Sache gibt es keine Gleichstellung. Homosexuelle Paare können Kinder adoptieren, homosexuelle Paare können die Möglichkeiten Fortpflanzungsmedizin nutzen, sie können eine Familie führen, aber sie können keine Ehe schließen. Das ist ungerecht, uneinsichtig, das sehen auch alle Österreicherinnen oder die überwiegende Anzahl der Österreicherinnen und Österreicher so. Leider, und ich sage das auch so, das schockiert mich, ich dachte, es gibt ja Bewegung, hat das gestern Außenminister Kurz in der ZIP noch einmal gesagt, dass er das nicht so sieht, dass er sich gegen die Öffnung der Ehe ausspricht. Ich kann nur appellieren,
in dieser Frage neu zu sein. Die Österreicherinnen und Österreicher sind da viel weiter und gemeinsam möchte ich durchaus auch die Pride genutzt wissen als ein starkes Zeichen für dieses Weitersein, für dieses sich begreifen als Gesellschaft, in der es diese Unterschiede nicht nur nicht braucht, sondern in der sie bekämpft und beseitigt werden. In diesem Sinne wünsche ich uns alle eine starke Pride und möchte noch eine Sache machen, ganz besonders auch als zum ersten Mal da sein dürfende, in dieser Rolle da sein dürfende, danke an die Organisatorinnen und Organisatoren. Interessanterweise sind eure Augen noch immer offen. Wie auch immer ihr das macht, ich weiß, es ist nicht viel Schlaf, der dazu führt. Ein großes Dankeschön für die Arbeit an den nächsten Tagen. Und ich weiß, dass die dann ja schon fürs nächste Jahr wieder beginnt. Vielen Dank. Ja, ich möchte diesen Dank auch weitergeben an das ganze Team, an die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich hier engagieren in den letzten Monaten, ganz tolle Arbeit leisten, auch manche Leute seit vielen Jahren dabei, verlässliche Partner, die sich jetzt erst motivieren haben lassen, aufgrund dieser neuen Situation mit Europride mitzuarbeiten. Vielleicht gibt es noch eine kurze Rahmeninformation, wir sind vor 14 auch in der Presseaussehen und beim Rückfragehinweis, was dieses Rumwald GmbH ist. Die Rose Wien, die Regenbogenparade ja seit 2003 veranstaltet. Da gibt es einen Verein CSD Vienna, der das Pride Village erfunden hat und zu einer Einrichtung gemacht hat, zu einer beliebten Wien. Und eine Reihe von anderen Organisationen. Wir wollen eine neue Organisationskultur, wir wollen das irgendwie professionalisieren vor Europride und haben uns deswegen entschlossen, eine eigene Firma dazu zu gründen, eine gemeinnützige, und die heißt halt jetzt Stonewall GmbH. Stonewall ist auch eine Referenz, vielleicht die meisten von Ihnen wissen, an den Stonewall Inn, der in dieser berühmten Christopher Street in Amerika sich befindet. Und dort war der Ausgangspunkt 1969 für die moderne Lesben- und Schwulenbewegung, nachdem sich dort die Lesben- und Schwulen- und queeren Personen darauf gehalten haben, lokalen Razzien ausgesetzt waren, gegen diese Behördenwillkür zur Wehr gesetzt haben. Und in Erinnerung an diese Ereignisse gibt es immer wieder diese Paraden. Und eben im Jahr 2019 wird das dann 50 Jahre her sein. Das heißt, wir werden dann auch 50 Jahre Stonewall feiern und haben ein bisschen gefunden, dass das auch ein ganz guter Name ist für das Unternehmen, den rechtlichen Rahmen, in dem wir das Ganze organisieren. Ja, und eine andere, völlig unwichtig, aber ich sage es, falls Sie sich wundern über das Geschlecht, das Wort Pride, es gibt hier, wir sind hier generell offen, wir versuchen das binäre System aufzubrechen, das heißt, Sie können das Geschlecht so verwenden, jener Pride gefällt mir am besten an und für sich ohne Artikel. Aber ja, manche sagen die Pride, manche der Pride, der Stolz. Sie können sich aussuchen, wir geben hier nichts vor, Sie können das Geschlecht frei festlegen. Ich möchte Sie Gelegenheit geben für Fragen. Gibt es irgendwelche Punkte? Einfach melden. Ich weiß, die Geräuschkulisse ist ein bisschen, aber. Niemand eine Frage. Wir haben so umfassend alles erläutert. Gut, dann fasse ich nochmal zusammen. Highlights. Übermorgen im Prater sehen wir uns. Am Sonntag im Zoo, Regenbogenfamilientag im Zoo, ganz tolle Sache mit Schlitzenjagd und Kinderschminken und allem möglichen. Es ist sehr toll, sehr froh über diese Kooperation mit dem Zoo und das Team, das organisiert hat, wo auch einige Eltern mitgearbeitet haben. Vielleicht wird das ja auch die Initialzündung einer lesbischwulen Trans-Elterngruppe, die es nie bis heute nicht gibt. Wir hoffen hier das Beste. Montag das Filmfest, Film im Schikaneder-Kino zum Thema. Ihre Migranten mit anschließender Podiumsdiskussion, Dienstag die Eröffnung des Familienzentrums und Mittwoch geht es dann im Pride Village schon am ersten Tag mit dem vollen Programm los. Und am Samstag dann die Regenbogenparade. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen und werden uns jetzt auf den Weg machen zum Rathaus und dort traditionell die Regenbogenfahne hissen und dort die Aufbearbeitung des Live-Calls kurzfristig stören. Der findet ja auch an diesem Wochenende statt. Ja. Vielen Dank.